Hallo und willkommen zu einem neuen Transformer Review. Diesmal wieder zu Transformer Power Core Combiners. Und zwar Icepick mit Change Claw. Oder Change Claw. Also Wechselkralle. Wie auch immer. Gut. Schauen wir uns die Jungs erstmal an. Also, was man erstmal sieht. Jetzt mal ein bisschen die trennen. So. Hier hat man ja so ein Schneemobil. Man sieht hier vorne ein Schild, womit halt der Schnee weggeschoben wird. Das kann man auch ein bisschen bewegen. Und zwar kann man jetzt das so auf- und zuklappen. Hier so ein bisschen hoch und runter. Ja. Soweit okay. Hier hat man Plastikräder, die man wieder mal drehen kann. Zumindest hier diesen Teil hier. Bei der Kette hat man hier unten nur so ein kleines Rädchen. Ist vollkommen okay. Was ich noch vergessen habe, erst ein Decepticon. Und halt wieder dieses Scout-Klasse mit einem Minicon. Das sagt ja, diese Power-Core sind ja meist immer Scout etc. Ja, soweit eigentlich ganz anständig. Na ja, gut, das gehört hier noch eigentlich runter. Gut, zur Transformation, die wieder halt gewohnt recht einfach ist. Man klappt hier hinten diese Teile hoch. Ja. Dann muss man vorsichtig hier so greifen, dass man das hier öffnen kann. Man sieht, dass es hier hat man eben zwei Löcher. Hier hat man eben diese viereckigen Plastikteile, die man da reinsteckt. Dann auseinanderziehen. Einmal hier so reinstecken. Das nach oben, das zur Seite. Dann muss man das einmal komplett drehen. Hier kann man jetzt die Füße ausklappen, die zugegeben verdammt klein sind, aber das reicht ja für ihn. Also den Arm auch relativ leicht einfach hier auseinanderziehen. Einmal drehen, dass hier so eine Art Schultern entstehen und hier hat man dann links und rechts halt das echt gute Decepticon-Logo. Also ich finde, das sieht ziemlich gut aus durch dieses Weiß und jetzt kann man hier seine Klauen eigentlich schon so ein bisschen hinrichten, herrichten. Sieht verdammt gefährlich aus, der Junge. Was man noch machen kann, ist hier diese, ja, Konnektoren, eben dieses, was man nachher für diese Kombination braucht, hier nach unten klappen. Aber was man sieht, sie fallen hier verdammt stark auf, finde ich diesmal. Also, na gut. So, dann schauen wir uns mal in der Nachnahme hier seinen Kopf an. Sieht aus, als ob er so eine kleine Knollnase hat. Man das so sieht, könnte man das so denken. So, das ist er halt jetzt zu so diesem Minicon, was man gesehen hat. Er steht zum Anfang einen Raketenwerfer da. Jetzt kann man diesen Raketenwerfer halt so lassen. Entweder im Fahrzeugmodus hat man ja gesehen, einfach irgendwo rauf. Und im Robotermodus kommt er hier auf die Schulter einfach gesetzt. Man sieht, hier oben hat er wieder diesen Minicon Adapter, wie auch immer, raufgesteckt passt. Dann hat der Minicon noch halt seine, naja, Standard-Transformationsmöglichkeiten, die Arme zur Seite, Beine einfach so runter. Eigentlich brauche ich den wirklich nicht zu erklären. Die Verwendung ist wirklich verdammt schnell und verdammt leicht.
Schauen wir uns auch ihn mal so in der Nahaufnahme an. Ja, wie man sieht, man erkennt es selbst mit Nahaufnahme nicht. Er hat kein richtiges Gesicht, einfach nur einen roten Punkt. Naja, bei der Größe wäre das auch echt schwer. So ein Fussel hat er. Gut. Hier auch so eine Krallen. Sieht ziemlich gefährlich aus. Seine Beine mit diesem Raketenwerfer drinne. Das ist halt sein Robotermodus. Vorher hatten wir den Waffenmodus. Jetzt haben wir noch den nächsten Moment. Sein, ja, Schildmodus, dass er sich halt als Schild, dann muss, dafür macht man die Arme so ein bisschen nach hinten. Die Beine klappen. Falsch rum. Nee, doch. Ja, die Arme müssen hinten ran. Ich muss bei dem Modus selber immer gucken, weil den brauche ich ehrlich gesagt nicht so oft. Einfach hier so. Einfach so umgeklappt, so als Schutzschild. Das wird dann hier so angesteckt. Ja. Schönes Schutzschild. Ja, weiß ich nicht, braucht man nicht unbedingt. Gut, das waren jetzt halt von ihm alle seine tollen Verwandlungsmöglichkeiten. Jetzt kommen wir noch zum Modus von ihm. Dazu klappt man das hier hoch. Macht die Arme gerade. Dann zaubern wir mal seinen neuen Kopf. Dazu einfach Brust öffnen, Kopf drehen, Brust wieder zu. Den zeige ich euch gleich mal in der Nahaufnahme. Ist ja das Wichtigste eigentlich, der neue Kopf. Ja. Wie man sieht, so ein Eisgesicht, also so ein Eiskopf, finde ich gar nicht mal übel. Also ich muss zugeben, der hat was. Der sieht echt gefährlich aus. Und auch schöne Details, also da haben sie sich echt wieder Mühe gegeben. Der gefällt mir auch. So. Dann halt wieder die Sache mit den Beinen. Das ist ja auch fast immer Standard, dass sie auseinander gehen. Die Füße macht man zu. Dann hier unten diese Fußteile. Und das klappt man dann so, dass man hier die Kette hat. Andere Seite halt das gleiche. Also erstmal hier diesen blauen Dings raus zaubern. Dann, na. So. Wie man sieht, das kann man jetzt noch ein bisschen drehen, dass es das hier besser aussieht. Moment. Also so, ihr wisst schon, wo ich hin will. Genau so sieht das besser aus. Dann geht's weiter mit den Armen. Die werden hier so eingeklappt. Ist jetzt auch so eine relativ, naja, Sinnepose. Auf jeden Fall, dass man hier an diese Teile rankommt. Die sind halt wie das Wichtige. Moment. Ist immer wieder mit diesen. Man muss eigentlich hier diese Hände drehen. Ja. Ja, hatte ich es eigentlich schon. Und hier so reindrehen. Ihr seht schon, wo das hin soll. Naja. Finde ich ehrlich gesagt jetzt nicht so mega prickelnd. Hier halt das gleiche. Ich kann es gerne zeigen, aber naja.
So. Kopf richtig hin. Die Dinger werden jetzt noch richtig positioniert und dann kommen wieder halt die Fahrzeuge etc. ran. Das kennt ihr ja schon. Momentan habe ich noch kein großes Set mehr geholt, so ein neues 5er-Set, das kommt demnächst. Aber ich finde, er hat schon was, ist ein cooler Körper. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Review gefallen. Ich sage Tschüss, bis dann.